Also, willkommen in Bern und danke auch, dass ihr für diese Tagung sich beworben habt, angemeldet haben. Also, das Büro als Interieur. Voilà. Ja. Ja, bitte. Voilà. In den letzten Jahrzehnten haben sich Historikerinnen und Historiker immer wieder mit dem Wachstum der Dienstleistungssektor während der zweiten industriellen Revolution beschäftigt. Ein Wachstum, das mit dem verstärkten ökonomischen Aktivität im öffentlichen Dienst, Dienstleistungssektor und in der industriellen Verwaltung einherging. Die Angestellten, eine Berufsgruppe, in der die Frauen eine immer größere Rolle spielen, werden zu wichtigen Figuren der urbanen Moderne. Zwar sind die Sozialgeschichte der Angestellten und die kulturelle und materielle Techniken, welche die Modi der Verwaltungsarbeit tiefgreifend verändern, bereits Objekte einschlägiger und wichtiger Studien gewesen. Etwas von Delphine Gardet zum Beispiel. Doch die räumliche Dimension der Verwaltung, in der sich die Figur des Angestellten entfaltet, ist ein nach wie vor wenig behandeltes Thema, trotz einiger wichtiger Arbeiten dazu in den vergangenen Jahren etwas von Imma Forino. Unsere Tagung, an der Sie dankwerterweise teilnehmen, will einen Beitrag dazu leisten, den Prozess der Spezialisierung des Arbeitsraums und dessen kulturellen und sozialen Implikationen besser zu verstehen. Wir möchten einleitend ein paar konzeptuelle Bemerkungen zur Einrichtung von Büro vorausschicken. In einem ersten Schritt beleuchten wir kurz die Entstehung eines universalen Raumes für Verwaltungsarbeit Ende des 19. Jahrhunderts. Anschließend gehen wir darauf ein, wie dieser Raum von der Rationalisierung erfasst worden ist. In einem dritten Schritt erläutern wir, wie sich die Einrichtung dieses Raumes auf die Arbeitsorganisationen niederschlägt. Viertens werden wir einen Blick auf die literarische Figurierung des Büros und des Angestellten, und um am Schließen das Büro als Verhandlungsraum zu öffnen. Im Laufe des 19. Jahrhunderts, so Walter Benjamin, tritt erst einmal der Lebensraum im Gegensatz zu der Arbeitsstätte. Der Lebensraum konstituiert sich im Interieur. Hier verlangt der Privatmann, in seinen Illusionen unterhalten zu werden. Das Kontor dagegen ist ein Komplement, der Ort, in dem der Privatmann der Realität Rechnung trägt. Der Privatmann richtet das Interieur ein als Gegengewicht zu soziale und kulturelle Unsicherheit und Orientierungslosigkeit der aufkommenden Moderne. Er wird so ein geschützter Ort, ein Schneckenhaus, ein Tempel familiärer Intimität und Individualität, ein gezwängt auf enge Sofas in der stickigen Atmosphäre abschirmenden Paravents, muffiger Tapete und staubige Posamente inszeniert ein Individuum die materielle Erzählung seiner Identität. Charles Reiss hat gezeigt, wie das Interieur aus einer architektonischen Differenz hervorgeht. Die eigenständige Einrichtung eines Innenraums, der sich von der Architektur unterscheidet, die ihm Raum gibt. Die Einrichtung dieses Innenraums wiederum resultiert aus einem Zusammenspiel zwischen physischer, dreidimensioneller Raum und zweidimensionalen Repräsentationen, Bilder, Tapeten, Kulissen. Eingerichtet und bewohnt wird das bürgerliche Interieur von der Figur des Sammlers, die den Dingen nur den Liebhaberwert statt den Gebrauchswert verliert. Worauf aus dem Sammler ankommt, sind die individuellen Spuren, die er in seinem Interieur hinterlässt. Ende des 19. Jahrhunderts vollziehen sich tiefgreifende Veränderungen des Arbeitsraums, der sich durch eine neuartige Raumaufteilung und Einrichtung von Raum zu unterscheiden beginnt.
So kommt es im modernen Büro zu einer Veränderung des Handelskontors, das sich bis dahin im Haus der Arbeitgeber oder in einem eigens angemieteten Wohnraum befunden hatten. Wir sehen hier diese Situation von Wohnraum. Es ist interessant, wie die ganzen Angestellten wirklich in der Nähe von Fenstern sind, wegen diese Lichtprobleme. Hier reicht es nicht aus, das Aufkommen der modernen Büro mit der Entdeckung der Raumgestaltung durch die Architekten zu erklären. Hier bedarf es einer deutlich erweiternden Fragestellung, wie wir sie mit den Titeln der Tagung der Offices and Interior ausgeworfen haben. Wir wollen den Blick auf die Gesamtheit der Bedingung administrativer Arbeit lenken, auf die wechselnden Beziehungen zwischen architektonischen Formen, dem Mobiliar und der Maschinen, zwischen Systemen der Organisation und Arbeitskontrolle und den hygienischen Maßnahmen in Bezug auf Licht, Wärme und Luftzufuhr. All diese Bedingungen müssen zudem von den Hintergründen des Verhandels verschiedener Akteure begriffen werden, der Angestellten, der Unternehmen, der Berufsorganisationen des Staates. Von der Analyse des Büros als Interieur gelangt man zudem schnell zu einer Reflexion über das Veränderliche von Habitat und Habitus. Von Bourdieu. Hier stellte sich nach dem Soziologen Markus Schröer die Frage der Einrichtung des Raums unter einem sozial- und kulturwissenschaftlichen Gesichtspunkt. Ich zitiere. Wie sehr dabei die Größe und die Farbe eines Raums und seine Beleuchtung mitbestimmen, was in diesem Raum geschieht, weiß jeder Architekt und Innenarchitekt entsprechend zu nutzen, um dem jeweiligen Gebäude einen bestimmten Charakter und eine bestimmte Atmosphäre zu verleihen. Diese materielle Seite des Raums darf in einer soziologischen Raumanalyse nicht unberücksichtigt bleiben. Wenn man sich nicht allein auf die soziale Erstellung des Raums kaprizieren will. Es geht nicht darum zu sehen, wie der Raum sozial hergestellt wird, sondern auch darum zu berücksichtigen, was der Raum selbst vorgibt. Das hat nun nichts mit Raumdeterminismus zu tun, sondern damit das räumliche Arrangement nicht ohne Wirkung auf unsere Verhalten bleiben. Die Fülle möglicher Verhaltensweise wird durch Raum selektiert und damit Kontingenz bewältigt. Der eher allgemeine Komplex des Verhältnisses von sozialem und physischem Raum lässt spezifische Fragestellungen zur Transformation des Kontors und der Kanzlei des 19. Jahrhunderts in das moderne Büro aufkommen. Etwas Fragen zur Körperkultur, zum Verhältnis der Geschlechter, zu Beziehungen zwischen Menschen und Maschinen, zu Formen der Kontrollen, zu filmischer und literarischer Darstellung. Darüber hinaus gilt er zu verstehen, wie die soziale Utopie des Modernismus sich im Alltag des Arbeitsraums bemerkbar macht. Es geht also darum, wie sich neue Räumlichkeiten herausbilden, wobei eine interdisziplinäre, eine umfassende Ansatz zu verfolgen ist. Arbeitswelt, Techniken, Bauweisen und auch Scientific Management, die regulative Funktion der Staaten und die Ansprüche von Berufsorganisationen sind zu berücksichtigen. Die Chronologie der erwähnten Phänomene ist so komplex, weil es auf der einen Seite eine Vielzahl von verschiedenen Faktoren gibt und auf der anderen Seite eine lückhafte Quellenanlage. Und wir hatten als Beispiel diese Teile, es gibt diese moderne Technik mit alten Möbeln. Und es ist interessant, diese chronologische Spannung in der Entstehung dieses Raums. Und ist eine der Problematiken. Ich denke, dass wir in den nächsten zwei Tagen bearbeiten und beantworten könnten. So sind zwar die oftmals idealisierten Entwürfe der Inneneinrichtungen auf der reichhaltigste dokumentiert, dort fehlt es an Dokumenten zu einer realen und alltäglichen Arbeitsumgebung im Verwaltungssektor. Dies ist eine andere der Spannungen der Quellensituation. Um den Entwicklungen und Veränderungen in angemessenen zeitlichen Rahmen gerecht werden und entsprechende Unterlagen zusammen zu können, haben wir daher für das Kollegium einen langen Zeitraum gewählt, also bis 1960, das 20. Jahrhundert.
Okay, das war ein bisschen. Jetzt, Kollege. Die Innenarchitektur der Rationalisierung. Wie aber konstituiert sich das Büro als Raum? Welchen Kulturtechniken verdankt es seine Einrichtung? Drei räumliche Bedingungen administrativer Arbeit ändern um 1900. Erstens mutiert das französische Büro, das seit dem 16. Jahrhundert einen Tisch zum Schreiben bezeichnet, zum Raum, der diesen Schreibtisch umgibt. Aus einer Oberfläche ist ein Raum geworden. Zweitens tritt für den Privatmann, wie Walter Benjamin sagt, im Laufe des 19. Jahrhunderts der Lebensraum im Gegensatz zu der Arbeitsstätte. Drittens verschmelzen um 1900 die beiden feinsäuberlich getrennten Räume der Verwaltungsarbeit, das Kontor für die kaufmännischen Angelegenheiten und die Kanzlei für die amtlichen Angelegenheiten zum Büro als dem universalen Raum administrativer Arbeit. Mit der Rationalisierung hält die Verwaltung Einzug in die Produktion, wie Taylors Grundsätze wissenschaftlicher Betriebsführung von 1911 skizzieren. Die praktische Anwendung von wissenschaftlichen Aufzeichnungen erfordert auch einen Raum, in dem die Bücher, Statistiken etc. aufbewahrt werden, und einen Tisch, an dem der disponierende Kopfarbeiter arbeiten kann. Der Mann in dem Arbeitsverteilungsbüro, dessen Spezialität es unter dem neuen System ist, die Arbeit vorher im Kopf zu überlegen, gewissermaßen vorher zu leisten, findet immer wieder, dass die Arbeit durch Spezialisierung besser und ökonomischer geleistet werden kann. Der Taylorismus bringt ein System hervor, so Philipp Sarrazin, das Menschen und Maschine zu einer Einheit mit maximaler Leistung und Effizienz verknüpft. Diese basieren auf einer Arbeitsteilung, die zwischen der Handarbeit an der Maschine und einer davor gestalteten Kopfarbeit am Pult differenziert. Ergebnis dieser Kopfarbeit am Pult sind Schreiben in Form von Normalvorschriften oder Arbeitsanweisungen, wie die Büroorganisatorin Irene Witte in ihrem Ratgeber 1931 schreibt. Denn, so Witte weiter, die systematischen oder neuzeitige Büroorganisation, oberster Grundsatz ist, alles schriftlich und eindeutig klar niederzulegen. Dass Akten folglich liegen bleiben können, ist die Bedingung ihrer Möglichkeit. So, dass auf der zweidimensionalen Oberfläche von Schreibtischen und Papier, das heißt auf Unterlagen, moderne Verwaltungen gründen, die andernorts folglich ganz zu Recht Bürokratien heißen. Vollkommen flach sind diese Schreibtische allerdings erst im Zeitalter der Rationalisierung geworden, denn es war kaum möglich, sitzend Einträge in die großflächigen Folianten zu machen. Protokolle und Buchhaltungsbücher wurden an Stehpulten mit schräg gestellten Schreibflächen ins Reine geschrieben. Wenn ihr vielleicht dann noch einen Gang durch das Archiv machen, vor meinem Büro hat es genau so ein schönes Stehpult mit schräg gestellten Fläche, an dem man Protokolle ins Reine schreiben konnte. Im Gegensatz dazu ist der moderne Schreibtisch, wie der Verwaltungsexperte Frank Gilbreth und die Organisationspsychologin Lillian Gilbreth 1916 schreiben, eben vollkommen flach, ohne jeden Aufbau und ohne kleine Fächer zum Aufstapeln aller möglichen und unmöglichen Dinge, weil er so am besten mit den Arbeitsverfahren der heutigen neuzeitigen Verwaltungspraxis übereinstimmt. Schreibtische mit Aufbau und kleinen Fächern heißen wie ihre Benutzer Sekretäre. Dagegen tragen schreibende Angestellte im tayloristischen Amerika nicht den Namen ihres Arbeitsplatzes, sondern ihres Schreibgeräts, Typewriter. Bürozeug, um mit Heidegger zu sprechen, zeichnet sich dadurch aus, dass es zur Hand ist, wie das Telefon auf dem Schreibtisch. O-Ton des Direktors eines Großhandelsunternehmens: Wo das Telefon regiert, müssen die Unterlagen für die Geschäftsabschlüsse in Reichweite der Hand liegen. Je ausschlaggebender der Fernsprechkabelverkehr ist, desto sorgfältiger soll die Ausnutzung. Sorgfältiger soll die Ausnutzung des Raumes, den die Hand des Sitzenden erreichen kann, durchdacht werden. Sie können es dann auch lesen. So lautet der kategorische Imperativ nach dem Direktor Paul Ostertag, die Arbeitsplätze in seinem Unternehmen Mitte der 1930er Jahre neu gestaltet. Ziel der Neuordnung ist es, nicht mehr suchen zu müssen und ein ungehindertes Denken zu erleichtern. Denn Suchen unterbricht Gedankengänge, ist das Gegenteil von Konzentration. Mit der Einrichtung von Büros befinden sich die betreffenden Akten nicht nur in der Nähe, sondern sind griffbereit.
Konzentration im Wortsinn. Die Möglichkeit, die eigentliche Bearbeitung der Geschäfte nicht mehr unterbrechen zu müssen, weil Akten zur Hand sind, konfiguriert die Einrichtung von Büros nach der Maxime bewegungsökonomischer Arbeitsplatzgestaltung. Büros reglementieren folglich das bewegungsräumliche Sozialgeschehen, wie Hans-Joachim Fritz in seinem Bürobuch herausgestellt hat. Und sie setzen Arbeitsdisziplin durch. Das wiederum entspricht der medialen Funktion des Bürostuhls, der den Oberkörper eines Angestellten auf Tischhöhe bringt, diesen angestellten Körper relativ fixiert, ihm einen Platz zuweist, ihn isoliert und zum Tisch hin orientiert. Mit Hilfe von Objektpsychotechnik entwerfen Ingenieure für Angestellte und Sekretärinnen Tische und passgenaue Stühle, deren Sitzfläche drehbar und in der Höhe verstellbar sind. Denn, so ein Büroratgeber aus den 50er Jahren, beim Aufstehen braucht der Drehstuhl nicht nach rückwärts geschoben zu werden, eine Viertelsdrehung genügt. Eine übersichtliche, von jedem unzweckmäßigen Beiwerk freie Arbeitsfläche setzt disziplinierende Körpertechniken in Gang. Die Bewegungen werden vom Schreibtisch aus raumgreifend. Der Schreibtisch wird dreidimensional. Wie das Interieur ist auch das Büro durch ein Verhältnis von zweidimensionalen Repräsentationen und dreidimensionalem Raum charakterisiert. Während aber die zweidimensionalen Phantasmagorien des Interieurs, die Kunstwerke, wie Walter Benjamin sagt, den Sammler davon von einer Welt träumen lassen, in der die Dinge, so Zitat, von der Frohen frei sind, nützlich zu sein, sind es schiere zweidimensionale Zweckmäßigkeiten bzw. Unterlagen, welche das Büro einrichten. Insofern markiert die Rationalisierung des Büros das Ende des bürgerlichen Interieurs. Das Büro wird zum Universum der öffentlichen wie privaten Verwaltung, wobei, so Zitat Benjamin, der wirkliche Schwerpunkt des Lebensraums sich ins Büro verlagert. Doch auch dieses Universum hegt seine Phantasmagorien. Die Rationalisierungsliteratur entwirft ihr ganz eigenes Bild des Büros. Insofern handelt es sich eben beim Büro immer noch um ein Interieur, wenn auch um kein bürgerliches mehr. Das Aufkommen des modernen Büros geht mit der Unterscheidung von häuslichem Raum und Arbeitsumgebung einher, was allerdings keineswegs heißt, dass es zwischen beiden keine fließenden Übergänge gäbe. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts beschäftigt sich die einschlägige Literatur mit der Notwendigkeit, etwas von dem Komfort und der Ästhetik des Wohnraums am Arbeitsplatz einzuführen, um das Leben im Büro angenehmer zu gestalten. Umgekehrt übernimmt übrigens auch die häusliche Einrichtung in den ersten Jahrzehnten des Jahrhunderts etwas von der Rationalität, die sich bereits in der Arbeitsumgebung bewährt hat. Das Büro als Medium, Arbeitsorganisation. 1925 veröffentlicht Charles-Édouard Jean-Régry, alias oder besser bekannt unter dem Namen Le Corbusier, aus Anlass der Pariser Designausstellung das Traktat L'Art décoratif d'aujourd'hui, eine Kampfschrift gegen den Begriff des Dekor. Im Kapitel Besoin-Type, Meuble-Type entwirft der schweizerisch-französische Architekt eine rationelle Kunst, die objektive Bedürfnisse, eben Besoin-Type, mit standardisierten Möbeln, Meuble-Type, befriedigt. Möbel, die objektive Bedürfnisse befriedigen, heißen, das sieht man an diesen Illustrationen, Büromöbel. Standardisierte Aktengestelle, modulare Karteisysteme, vertikale Registraturen mit rollenden Schubladen, Schreibtische aus Stahl, Konzepthalter, Lampen, Drehstühle etc. werden in diesem Kapitel abgebildet. Das sind nur einige Ausschnitte daraus. Wenn Le Corbusier dabei seine Argumentation um den Begriff der Typ herum aufbaut, der im Französischen Typ, Muster, Art sowie Prototyp, Bauart, Standard, aber eben auch Druck- und Schrifttype heißen kann, dann liefert er einen Hinweis auf den medientechnischen Grund des Büros. Dès que la machine à écrire est née, so Le Corbusier, le papier à lettres fut standardisé. Cette standardisation eut une répercussion mobilière considérable. Conséquence de l'établissement d'un module, celui du format commercial. Les machines à écrire, les copies de lettres, les corbeilles à classement, les dossiers, les tiroirs à dossiers, les meubles à classement. En mot, toute une industrie mobilière fut conditionnée par l'établissement de ce standard. Et les individualistes, les plus intransigeants, ne sauraient réjamber. Une convention internationale s'établit. Schreibmaschinenlehrer wie Hermann Scholz lehren um 1900, dass, so Zitat,
die Schreibmaschine mehr und mehr der Kristallisationspunkt wurde, um den sich alle Geschäftsmethoden gliederten, die zu jenem ungeahnten Aufschwung von Handel und Industrie in den letzten Jahrzehnten vor dem großen Kriege führten. Die großen Umwälzungen im Bürowesen, so Scholz weiter, haben wir ihr, der Schreibmaschine, zu verdanken. Am Anfang war die Schreibmaschine, und diese geht dem Dispositiv der Rationalisierung voraus. Schreibmaschine, Durchschlag und Formular erfordern ein einheitlich zugeschnittenes Papier, das sich passgenau in die Maschine einspannen lässt, wie bei Cornelia Wissmanns Mediengeschichte des Rechts nachzulesen ist. Normalisierung und Typisierung zeitigen noch einen weiteren Rationalisierungseffekt. Die beträchtliche Raumeinsparung bei Büromöbeln und Büroeinrichtungen sowie in Archiven. Nach den Berechnungen der Schweizerischen Post- und Telegrafenverwaltung von 1924 ergibt sich nicht selten eine mögliche Flächenminderung bis zu 25% gegenüber der bisherigen Ordnung. Rationalisierung ist aus dieser Perspektive nichts anderes als ein Büroeffekt, ein Effekt der Schreibmaschine. Die neue Ordnung der Bürodinge korrespondiert auch mit neuen Arbeitsverfahren, das haben wir schon mehrmals gehört. Eine davon ist die registraturlose Arbeit, einem zentralen Postulat der Büroreform der 20er Jahre in Deutschland. Die Dr. Arnold Brecht, Vizepräsident des Deutschen Instituts für wirtschaftliche Arbeit in der öffentlichen Verwaltung 1929, auch hier in Bern in einem Verwaltungskurs zur Rationalisierung der öffentlichen Verwaltung propagiert hat. Als registraturlose Arbeit wird die Arbeit bezeichnet, bei der der Expedient oder Sachbearbeiter oder Angestellte die Akten in einem Arbeitszimmer verwahrt und verwaltet. Dadurch wird erzielt Fortfall der Wege des Zeitverlustes und der übrigen Belastung des Geschäftsganges, die durch das Hin und Her der Akten zwischen Expedient und Registratur entstehen. Möglichkeit für den Expedienten, zu einer Sache, die er einmal in der Hand hat, sofort durch einen Griff die Akten heranzuziehen und die Arbeit nicht durch die Verfügung Akten beifügen zu unterbrechen. Beste Ordnung der Akten durch den mit der Sache vertrauten Expedienten, Sicherung des Expedienten gegen Unkenntnis von Aktenstücken, die ohne seine Mitwirkung bearbeitet sind. Bedingungen der Büroreform bzw. dieses registraturlosen Geschäftsganges sind Durchschläge mittels Kohlepapier. Sie ermöglichen das Durchschlagverfahren, die simultane Erstellung von Reinschriften und 10 bis 20 identischen Kopien. Weil Reinschriften nicht mehr abgeschrieben werden müssen, schaffen sie einen ganzen Berufsstand ab, Schreiber und Kopisten. Mit der Schreibmaschine können Angestellte wie Beamte an Ort und Stelle in einem Arbeitsvorgang genügend Kopien herstellen, sodass jedes betreffende Büro eine Kopie zur weiteren Bearbeitung erhält. Berichte müssen nicht mehr seriell nacheinander zirkulieren, sondern können parallel, simultan bearbeitet werden. Verwaltungsschriftgut muss nicht mehr original in Konzept für die Ausgänge und Reinschrift für die Eingänge in einer singulären Kanzlei, in einer Registratur oder in einem Kontor aufbewahrt werden, sondern kann in Kopien dezentral in verschiedenen Büros verwaltet werden. Arbeitsvorgänge in privaten Betrieben und öffentlichen Verwaltungen unterscheiden sich nur noch inhaltlich. Die ehemals strikt in gesellschaftliche Subsysteme geschiedene Arbeitsumgebungen des Kontors und der Kanzlei fallen im Büro zusammen. Aber man sollte sich auch keinen falschen Begriff der Rationalisierung machen, wie der Bürosoziologe Theo Pirker nahelegt. Zitat: Die Leichtigkeit der Übertragung, die Reproduktion und die Stapelung von Informationen haben die Informationssysteme der Verwaltung zu undurchschaubaren Gebilden gemacht, in denen die Intensität der Kommunikation zugenommen, die Qualität der Information aber abgenommen hat. Dieselben Durchschläge finden sich in vielen Büros des gleichen Unternehmens immer wieder. Von einem Rationalisierungseffekt konnte hier nicht gesprochen werden, so Pirker. Allerdings handelt es sich bei der Unmenge von Papier und redundanter Information in Büros nicht um eine Scheinrationalisierung, wie Pirker meint. Im Gegenteil, die Unmenge von Durchschlägen ist nicht einfach ein unerwünschter Nebeneffekt der Rationalisierung oder des Büros, sondern Bedingung ihrer Möglichkeit. Sie ermöglichen erst Arbeit, registraturlose Arbeit und Einrichtung von Büros. Insofern ist das papierlose Büro kein Zukunfts-, sondern ein Wunschtraum. Musik.
Die Autoren, die am Ende des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die sich mit den Angestellten beschäftigten, haben immer wieder die geringe Aufmerksamkeit beklagt, die diese soziale Gruppierung und ihre Arbeitsumgebung zuteil würde. So schreibt Robert Walzer im Jahre 1902 über den kaufmännischen Angestellten. Obgleich im Leben eine sehr bekannte Erscheinung, ist der Komitee doch noch niemals zum Gegenstand eine schriftliche Erörterung gemacht worden. Und in ähnlichen Tonfall heißt es 1925 in einem Artikel der Berliner Illustrierte Zeitung. Das Korrespondenzbau oder die Buchhandlung einer großen Bank, eines Warenhauses, ein Industriekonzern, sie bieten fast immer den gleichen Anblick. 10, 50, 100 Rücken, die sich über Schreibmaschine oder Fleiß, die das große Werk in Gang halten, die den Ganzen dienen, die ihre Persönlichkeit so hingeben, dass sie in Betrieben untergeht, dass ihr Charakter, ihre Auffassung, ihre Wille nach Hause nicht in Erscheinung tritt. Sie sind unentbehrlich, aber die Welt kennt sie nicht, anonym verrichtet sie ihre Arbeit. Da steht doch alles in den Romanen, antwortet ein Angestellter auf Krakauer Bemerkungen. Der Angestellte sei doch eine unbekannte soziale Größe. Diese Antwort birgt ein eklatantes Missverständnis. Auf einer Seite eine Berufsgruppe und ein Arbeitsumfeld, deren ausführliche literarische und filmische Darstellung entscheidend zur Selbstdarstellung der Modernen beitragen. Andererseits gerade die immer wieder bis zum Klischee herausgestellte Undurchsichtigkeit dieser Sozialkategorie. Und ich wollte ein paar Beispiele hier machen, weil es ist sehr interessant, wir sehen diese Titelseite von Krakau und dann die Ausstellung Großstadt Menschen und dann wieder vor der Kultur, noch einmal undurchsichtig und jetzt vor ein paar Tagen in der NZZ. Also die Angestellte, diese Darstellung der Angestellte hat kein Gesicht. Und wir denken, dass dieser Widerspruch zwischen die enorme Präsenz des Büros in der literarischen und filmischen Darstellung und der so selten Beschreibung des Büroslebens im Alltag scheint uns eine der größten Fragestellungen zu sein, die das Verhältnis zwischen Arbeitsumgebung und Identität aufwirft. Wie beim Fluss die überbordende literarische und filmische Produktivität, die Selbstdarstellung des Angestellten im Büro, wie geht die künstlerische Darstellung mit der Veränderung der Arbeitsumgebungen um? Warum verbreitet sich das Stereotyp des Angestellten als undurchsichtige Figur? Diesen und weiteren Fragen möchten wir in den nächsten zwei Tagen nachgehen. Jetzt letzte Teil. Wir machen zwei Beispiele von dieser Veränderung, das Büro als Veränderungsraum. In den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts versuchte der Berufsverband Schweizerische Kaufmännische Verein nach dem Muster des Fabrikgesetzes von 1877 Reglementierung für den Arbeitsraumbüro einzuführen. Auf eine Befragung, die der Verband 1893 bei seinen Mitgliedern durchführen ließ, geht die Notwendigkeit hervor, ihre Arbeitsumgebung zu verbessern. 40% der Befragten klagen über Raummangel, schlechte Belüftung, Mangel an Tageslicht, Feuchtigkeit und Staub, ja über Lungen- und Kehlkopfkrankheit aufgrund der schlechten Arbeitsbedingungen in dieser Umgebung. Der positive Aufgang der Volksbefragung von 5. Juli 1908, bei der es um die Änderung einer Verfassungsartikel zu Gewerbewesen geht, lässt auf eine schnelle Regelung der genannten Probleme mit Hilfe einer neuen Gesetze offen. Doch bis 1960, als ein neues Arbeitsgesetz verabschiedet wird, bleibt der Arbeitsraumbüro ohne gesetzliche Regulierung. Gegenüber dem schlechten Zustand des Büros trifft die Modernisierungswelle der Arbeitsräume durch die Mechanisierung, die Rationalisierung auch eine positive Rückmeldung von dem Angestelltenmilieu. In der Literatur zu Scientific Management wird das Büro als Raum höchste Qualifizierung erachtet.
Die verschiedenen Vorkehrungen, die dort für eine effiziente Organisation getroffen werden, schließen auch eine Verbesserung der materiellen Arbeitsbedingungen im Büro mit ein, also Hygiene, Licht und Belüftung und Ähnliches. Doch die Rationalisierung mit der Arbeitsteilung und dem zunehmenden Druck auf den Angestellten wird schnell ein Thema der Kritik der kaufmännischen Vereins. Durch den Begriff Nervosität wird der Zustand im Büro beschrieben. 1808 liest man in der kaufmännischen Zentralblatt: La neurasthénie, cette terrible névrose de notre époque, guette sur tous ceux qui travaillent dans les bureaux. Le manque d'air, l'anémie, le travail incessant du cerveau sont autant de causes qui agissent sur les nerfs et les déprimes. Die Nervosität wird ein Thema der Widerstand der beruflichen Verbände gegen die Folgen der Rationalisierung. Es ist interessant zu beobachten, dass auch die Werbung die Nervosität als Mitte der Darstellung des Büroslebens nutzen wird. Im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts richtet sich Uwe Maltine, eine Stärke getränkt aus Eisen, Malz, Kakao und Milch, die nervöse Angestellte. Ich habe noch ein anderes Beispiel. Am Ende der 19. Jahrhundert und zu Beginn des 20. Jahrhunderts stützt sich die Organisation der Büroarbeit auf die Regulierungen, die zu tiefgreifende Änderungen führen. Die neuen Formen der Arbeitsorganisation führen zum wachsenden Druck, zu Zwang und rigide Einschränkung der individuellen Bewegungsfreiheit, nicht selten zur Empörung der Angestellten. So lehnen sich im Jahre 1906 die Angestellten eines Unternehmens in Bellinzona, in der italienischen Schweiz, in Tessin, gegen Vorschriften zur Nutzung des Arbeitsraums auf, die sich für unvereinbar mit ihrem Ehrengefühl und ihrer kaufmännischen Gewohnheit halten. Diese Proteste deuten auf eine bürgerliche Kultur der Angestellten hin, auf das Festhalten an verinnerlichten sozialen Werten, denen die moderne Normierung entspricht. Das Beispiel zeigt auch die Veränderung der Kontrollmodalität im Büro, von einer paternalistischen Macht des Chefs zu einer Verinnerlichung der Norm durch eine soziale Gruppe, zu einer auf Zwang und Vorschriften beruhenden Organisation, in der das Individuum als Teil eines Effektivitätsprinzips betrachtet wird. Also vielleicht die Kontrolle wird von Raum absorbiert, wird der Raum organisiert und nach Gesetz sozusagen reguliert, und der Macht geht von der Chef zu dem Raum. Vielleicht ein Prozess, wir könnten sozusagen sehen. Wir denken, wir werden heute und morgen reichlich Gelegenheit haben, uns mit dem Einfluss der Veränderung Kontrollprozesse auf den Arbeitsraumbüro zu beschäftigen. Auch der Widerstand, die Konflikte, die sich daran entzünden, werden sicher zur Sprache kommen. Danke.